Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kevin und heute zeige ich euch, wie ihr aus dem hier ein so cleanes Setup wie das hier macht. So, also hier seht ihr mein Setup vorher. Ihr seht, okay, mein Tisch ist noch ein bisschen unaufgeräumt und alles. Aber im Grunde genommen zeige ich euch jetzt, wie ich das alles davor hatte. Und im Hintergrund donnert's, das heißt, das tut mir leid, aber daran kann ich immer nichts ändern. Auf jeden Fall seht ihr hier erstmal mein Kabelmanagement. Das, ihr seht, ich hatte es schon mal versucht mit so Kabelclipsern, die so klein waren und das alles irgendwie zu befestigen, aber die fallen dann dauernd runter. Ich habe es versucht mit doppelseitigen Klebern zu befestigen, mit extra Gel-Tape und sowas, aber irgendwann fallen die einfach immer runter und das hat mich einfach aufgeregt und deswegen wollte ich mal endlich was ändern. Und dafür benutze ich jetzt solche, einerseits so Kabelklemmen oder Kabelbinder, die man wieder verschließen kann. Das heißt, die kann man öffnen und schließen. Die sind aus Stoff und so ein Klettverschlussmaterial. Dann habe ich einmal so Kabelklemmen, die man in der Länge einstellen kann und eine größere Klebefläche haben. So sehen die auch nochmal aus. Das heißt, ja, hier seht ihr das einmal. Das heißt, ich kann die quasi festziehen. Dann habe ich noch einmal für unter den Tisch so ein Teil von IKEA. Das ist quasi einfach nur eine Halterung, wo man die ganzen Kabel verstauen kann und die man unter den Tisch klemmt. Und dort kann man halt, wie ihr später sehen werdet, so eine Leiste auch reinlegen. Das funktioniert. Nachteil ist, man kann keine großen Netzteile quasi, die direkt in den Stecker müssen, da reinstecken. Da muss ich mir was anderes überlegen. Und ich habe mir noch eine Verlängerung für das DisplayPort-Kabel gekauft, da das Kabel einfach nicht gereicht hatte und ich dachte mir, okay, dann muss eins her. Zuerst habe ich damit angefangen, alle Kabel auszustecken und alles quasi nochmal zu trennen. Und dann habe ich begonnen, damit die Befestigung unter dem Tisch anzubringen. Das heißt, ich habe mir zuerst die Befestigung genommen, Markierungen reingesetzt und dann quasi ausgerichtet nochmal neue Markierungen gesetzt, sobald ich die ersten zwei Löcher drin hatte und dann quasi die letzten zwei Löcher in den Tisch gebohrt. Dann sind da so beigefügte Dübel und Schrauben und die habe ich dann quasi ja einfach eingesteckt und die Schrauben angeschraubt und das Ding quasi dann noch befestigt. Dann nochmal alles sauber gemacht, weil ich wurde dabei ziemlich dreckig, das habe ich dann nicht bedacht, aber ich war alleine und deswegen konnte mir auch keiner helfen oder einen Staubsauger oder sowas dran halten. Das bedeutet, ja, ich muss auch erstmal sauber machen. Das muss man dabei immer bedenken, wenn man Teppich oder sowas hat, das ist ein bisschen doof, aber hier auf unserem Boden oder so ist das eigentlich kein Problem. Dann ja, seht ihr mich gerade quasi, das einfach das Teil da dran zu schrauben und ich habe das alles per Hand gemacht, weil der Akkuschrauber war gerade nicht hier, aber mein Vater hatte den und der war nicht zu Hause. Ja, und deswegen muss ich das alles per Hand machen. War auf jeden Fall ziemlich angenehm und gar nicht anstrengend für die Arme, aber das muss man natürlich bedenken. Ihr seht alles übrigens in achtfacher Geschwindigkeit. Nun bin ich dabei, jetzt die ganzen Kabel auseinander zu friemeln und quasi neu zu verlegen und zu überlegen, wie mache ich das Ganze. Also ich gucke jetzt gerade quasi, wie ist die Länge des Kabels, wie kriege ich die auseinander, was muss ich quasi zusammenlegen. Und ja, da bin ich jetzt eigentlich die ganze Zeit dran. Das war auch das Ganze, was eigentlich am meisten Zeit gekostet hat. Das heißt, ich muss mir wirklich überlegen, wie führe ich die Kabel, mit welchem Kabel fange ich an. Ich habe zuerst mit dem großen Bildschirm angefangen, der an der Wand befestigt ist, weil das Kabel habe ich zuerst quasi hinten am Arm befestigt. Der hat extra so zwei Klemmen dafür. Dann habe ich das am Arm befestigt und dann ja, lief das Ganze. Und dann habe ich die anderen Sachen unten, wie ihr im finalen Video sehen werdet, unten quasi auf der Schiene verlegt. Und das heißt, alle Kabel, die von rechts nach links geführt werden mussten, wurden einfach über diese Schiene verlegt und immer an bestimmten Punkten mit diesen wieder verschließbaren Kabelbindern und Kabelklemmen einfach befestigt, sodass ich quasi bestimmte Kabelstränge hatte. Ich habe alle Kabelstränge zusammengeführt, die quasi fest am Tisch installiert bleiben und ich habe die Kabelstränge von meiner Maus, meiner Tastatur, meinem Headset, meinem PC und meinem linken Monitor, welchen ich für LANs benutze, quasi nochmal extra verlegt. Das heißt, ich muss dafür nur zwei, drei Kabelklemmen abmachen. Und diese öffnen, die seht ihr jetzt auch im Hintergrund quasi, die ich hinter dem Tisch befestigt habe. Die mache ich einfach auf, kann die Kabel direkt mitnehmen und wenn ich wieder da bin, einfach wieder dran klemmen und schon ist wieder alles schön und sauber. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus, auch unter dem Tisch, wie ich quasi mein Headset-Kabel verlegt habe und mein Mikrofonkabel. Und ja, das war es eigentlich auch schon und das Ganze hat mich ungefähr 30 Euro gekostet, was eigentlich echt nicht viel ist. Also das Teil von IKEA hat mich 13 Euro gekostet, die beiden Kabelklemmen und Kabelverschlussteile ungefähr zusammen 10 Euro und dann nochmal 5 Euro das Verlängerungskabel. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Kommentar freuen und vielleicht noch irgendwelche, wenn noch irgendwelche Fragen da sind, haut die gerne raus, dann beantworte ich die in den Kommentaren gerne. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.